Hallo, Südlassil. Diesmal nicht in Bett. Diesmal in Oh, das Kameramittelpunkt, Schärfepunkt reagiert auf den Kopf. Wie schön. Kamalatato, Kamera. Wir haben uns aus dem Bett herausgekämpft, durch den Wall von Idioten und Ignoranten, quer durchs Wohnzimmer, mit Hund durch den Park sind wir jetzt angekommen, hier und heute, im Jetzt. Hier sind wir. Hallo, Freunde. Hallo, ich. Hallo, du. Hallo, wir. Hallo, es. Hallo, sie. Oh, ja. Was könnten wir denn für ein Thema mal anschneiden? Nehmen wir eine Banane und schneiden die mal in Stücke. Feuer schälen. Slice by Slice, aber das ist auch ein langweiliges. Ist nicht das Thema. Nein, ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie gehen wir mit uns selbst um, ohne dass wir auffallen. Die sind ja schon aufgefallen. Oh. Heute hatten wir so einen schönen gefärbten, weiße Haare, weißer Bart, auffälligen Menschen, noch nie gesehen, macht den großen Bogen um uns und taucht dann wieder auf und setzt sich irgendwo hin. Oh, wie langweilig. Die Dienste der BND, oh, die sind wieder arg am Machen und denken, sie könnten irgendwas erreichen, was sie nicht erreichen können. Denn es ist so, wie es ist. Die Feindesklausel ist bei der UN nicht ausgestellt. Wir sind immer noch im Kriegszustand und man erwartet von uns, dass wir irgendwann wieder den Krieg anfangen und dass man als vereinte Erde auf uns draufhauen könnte, um uns wieder unsere Patente zu klauen oder was, Amerika? Hallo Amerika. Hallo Israel. I know Israel was a fucking state. Is a fucking state. Is a stolen state. Ja, nein. Ich möchte nichts von den Philistern hören und auch nicht von den Pharisäern und von den, hast du nicht gesehen und willst du doch glauben und doch nicht. Ein Hund fällt gleich tot um und schläft, macht schon die Augen zu und fällt langsam um. Ich sitze jetzt wieder auf unserem Hundesofa, unser kleines, süßes Hundesofa. Das ist schon seit vielen Generationen, Hundegenerationen, mit Hunden bestückt. Die lieben dieses Sofa, wo ich gerade drauf sitze, diese Hunde. Oh, ist das nicht zu glauben? Das ist doch echt nicht zu glauben. Was mache ich hier eigentlich? Mann, ich hauche meinen letzten Atem so raus, sterbe gleich, mache... bin ich tot, aber ich bin nicht tot. Also lebe ich doch. Komm mal etwas näher, mein kleiner Freund. Oh, du siehst ja genauso aus wie gestern. Bist du denn doch der gleiche oder derselbe? Nein, ich bin der Neue. Ach, den wollte ich doch gestern schon treffen, habe aber nicht getroffen, weil dann... Ja, ich war noch nicht neu, ich war noch gar nicht da, ich bin gerade erst entstanden. Na, dann sind wir also ein psychologisch-neurologisch-neutrino-mäßiges Novum oder sind wir nur ein Fall? Ein Fall, der behandelt werden muss, der muss erstmal weggesperrt werden, dann muss er analysiert werden, dann wird er mit langen Wellen gequält, dann kommen Chemiewaggons und kippen ihre Chemie um das ganze Wohnmonument herum und hat alles nichts gebracht. Was werden wir jetzt machen? Wir können ihn nicht ignorieren, wir können aber auch nicht akzeptieren. Also werden wir ganz einfach mal gucken, was ich mache. Das ist, ich weiß nicht, was ich mache. Ich versuche zu überleben, versuche den Tag rumzubringen, einigermaßen glücklich zu sein. Oh, bin auch immer bereit, Freunden zu helfen, obwohl mir nicht geholfen wird, aber das ist doch völlig egal. Das Leben endet sowieso mit dem Tod, also lasst uns doch die Zeit vor dem Tod gnädigst uns selbst einigermaßen liebevoll dahinsiechend die Hände reichen. Und dann singen wir das alte Lied. Und bist du noch nicht tot, dann wirst du bald sterben. Und bist du nicht tot, dann werde ich dich beerben. Und hier ist der Ausknopf. Bis zum nächsten Mal.